Das Spiel hatte sich einfach minimiert. Beim Hintergrund war das Videobearbeitungsprogramm geöffnet und anscheinend habe ich irgendeine Taste gedrückt, die die Programmeinstellungen des Videobearbeitungsprogramms geöffnet hat, und dann hat sich das Spiel minimiert. Ich habe im Moment nichts Besseres zu tun, als dass die ganze Zeit hoch und runter fahren. Oh. Nein. Wir wollen noch mal was anderes haben. Was passiert eigentlich, wenn ich mit der Drehleiter losfahre? Das geht tatsächlich. Das sieht dann zwar etwas merkwürdig aus, aber es funktioniert. Irgendwie. Sehr merkwürdig. Hä, die fährt sich ein. Warum fährt sie sich ein? Und sie fährt sich gar nicht wieder aus. Ja, blöd. So, das ist doch eine gute Parkposition, ne? Die sieht auch gar nicht kaputt aus. Verdammt, ich habe die Drehleiter völlig zerstört. Nicht einsatzbereit. Ich wette gleich, kommt trotzdem ein Einsatz. Egal, ich mach das lieber so. Ich habe die Drehleiter kaputt gemacht. Oh. PKW Brandautobahn. Schon wieder. Ich fahre mal als der da. Dann habe ich bald alles durch und dann können wir als Gruppenführer fahren. Aber ich fahre einfach mal als Gruppenführer. Ich bin der Gruppenführer. Achtung, ich bin der Führer. Brandschutz. Lass mich vor. Autobahn. Einsatz für ELW LF24. Ich will ja mal was anderes zeigen. Es ist jetzt immer das gleiche. RTW 1. Besteige das Fahrzeug. Das Fahrzeug bestiegen. Endlich kann ich hier mal vorne mitfahren. So. Leute. Mann. Das können sie doch nicht machen. Also als Gruppenführer muss ich da ja mal was sagen. Das ist eine Unverschämtheit. Beim nächsten Mal bremst du, wenn der Kollege umkippt, ja? Das ist unfassbar. Du kannst doch so nicht fahren, du musst doch bremsen. Du siehst doch, dass der da umgekippt ist. Kannst du ja einfach weiterfahren, ne? Und zu dem anderen, da sage ich auch gar nichts mehr zu. Das ist ja, da braucht man ja nichts mehr zu sagen, oder? Kippt er einfach um. Irgendwas hat er definitiv falsch gemacht. Wir sind da einfach reingefahren. Unfassbar. Ja, dann geht's auf die Autobahn. Mal sehen, was ich jetzt Gruppenführer machen muss. Kann ich da auch Aufgaben verteilen oder so? Oder muss ich einfach nur zugucken? Das wäre ein bisschen blöd. Ja.
Also aktuell gucke ich einfach nur zu. Ne? Da sitze ich vorne. Kollege. Du willst mich wohl ärgern, ne? Guck mal, der andere mit dem Unfall, der ist schon längst da. So, wir sind da. Wir müssen warten, bis die anderen auch da sind. So, wir sind Status 4 und es geht los. Was muss ich machen? Warte auf weitere Anweisungen. Gruppenführer von 31 kommen. Ja, hier Gruppenführer. Das kann ich sehen. Hör mal, du musst mir das nicht über Funk sagen. Du kannst mir das auch einfach so sagen, Kollege. Vor allem kann ich überhaupt nichts machen als Gruppenführer. Ich kann einfach nur mitfahren und mir das angucken. Das ist irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist doch voll langweilig. Das war's schon. Ich muss gar nichts machen. Das ist die Aufgabe des Gruppenführers, gar nichts tun. Kann ich wieder zurückbefördert werden? Unterbefördert? Nee. Untergestuft werden. Ich meine, das ist ja echt langweilig als Gruppenführer. Naja. Das kann man also machen, wenn man sich die Einsätze einfach nur angucken will, aber nichts machen will. Und dann kann man Gruppenführer sein. Ich markiere das mal. Wir waren einmal Gruppenführer. Die Löscharbeiten haben begonnen. Geschützte Einsatz dauert ca. 60 Minuten. Wir sind schon fertig, Einsatzleiter. Gruppenführer und Einsatzleiter, wir sind fertig. Wir sind auf dem Rückweg. Ach so. Also ich glaube, den Funkstatus ändern, das ist die einzige Aufgabe, die ich als Gruppenführer habe. Und das habe ich vergessen. Da ist was Gelbes und was Weißes und welche Zettel, aber kann ich nicht lesen. Ja, und man darf vorne sitzen. Das ist das, was man als Gruppenführer machen darf. Vorne sitzen und zugucken. Das habe ich mir echt anders vorgestellt. Und sich über Unfälle aufregen. Kann man auch machen. Wenigstens kann da nichts schief gehen, wenn man einfach nur zuguckt, oder? Ausfahrt. Ja, bist ja aber im letzten Moment rübergefahren, Kollege. Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht, hä? Da muss man echt nur ein bisschen dran arbeiten. Ja. Also so sieht das Leben als Gruppenführer aus. Gar nichts tun. Kann man nur als Einsatzleiter machen? Ich glaube, als Einsatzleiterassistent kann man auch nur zugucken, aber da kann man wenigstens das Auto fahren. Als Gruppenführer kann man ja gar nichts machen.
Irgendwann werden wir auch mal im Einsatzleitungsfahrzeug drin sitzen. In irgendeiner späteren Folge. Muss ja erstmal alles durchspielen, oder? Oder soll ich einfach mal als Einsatzleiter fahren und gucken, was man da machen kann? Sonst arbeite ich alles durch und mache alles fünfmal und dann stelle ich fest, dass der Einsatzleiter völlig langweilig ist. Das wäre auch blöd, oder? Naja, inzwischen haben wir die meisten Einsätze gesehen, also ich denke mal, wenn ich alles fünfmal gespielt habe, jede Position, dann habe ich das Spiel sozusagen durchgespielt, oder? Mehr gibt es dann wirklich nicht zu sehen, eigentlich, würde ich sagen. Ja, ich denke, ich spiele alles fünfmal und dann war es das mit diesem Let's Play. Ist ja dann alles durchgespielt. Danach gibt es wahrscheinlich Notruf 2 oder wie auch immer das heißen wird. Also wir müssen oh Moment. Ich habe ja gar nicht eingetragen, dass wir letztens nochmal als Wechsellader gefahren sind. Also Drehleiter sind wir erst einmal gefahren. So, Status 2. Drehleiter sind wir einmal gefahren, da müssen wir noch ganz viele Einsätze machen, theoretisch. Wechselladerfahrzeug sind wir zweimal gefahren. Tanklöschfahrzeug sind wir als Führer viermal gefahren. Und Einsatzleitwagen sind wir noch nicht gefahren. Also bei Drehleiter fehlt uns noch einiges. Aber notfalls werde ich dann einfach so lange warten, bis ein Einsatz kommt mit der Drehleiter. Das werde ich ich denke, das war das Ende der Drehleiter. Jetzt ist der Motor völlig, also jetzt ist die Leiter völlig kaputt. Guck mal, wie die da runter hängt jetzt. Das war's. Die ist Schrott. Aber das Licht ist an. Die Drehleiter ist Schrott. Leute, wir bauen einen Techniker. Oder eine neue Drehleiter. Ich habe sie geschrottet. Ich glaube, die geht nicht mehr. Oh. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir einen Verkehrsunfall. Fahren wir nochmal als Angriffstrupp. Das ist dann das letzte Mal als Angriffstrupp. Haben wir das fünfmal gemacht? Achtung, Hilfeleistung, Verkehrsunfall. Bald haben wir alles durch bei dem Fahrzeug. Gruppenführung müssen wir noch ein paar Mal machen. Aber da muss man ja nicht viel machen, außer zu gucken. Die arme Drehleiter, die war bestimmt sehr teuer und ich habe sie kaputt gemacht. So. Status ändere ich nicht, ich bin nicht der Gruppenführer, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin auch nicht der Fahrer, also von daher ist das nicht meine Aufgabe. Fahren wir denn mal los, oder? Ich glaube, da fehlt noch jemand. Ah. Gut, alle sind da. Da der Gruppenführer macht die Funkdurchsagen, aber das kann ich ja nicht machen. Es geht ja automatisch. Ich mache da einfach gar nichts als Gruppenführer. Oh, der Fahrer ist eingeklemmt.